Schulbetrieb wird für ein paar Tage eingestellt. Gestern habe ich auf die Problematik der Hitzewelle in den Schulen hingewiesen. Nachdem Ohnmacht und Nasenbluten in Klassenzimmern zu Unterrichtsunterbrechungen geführt haben, hat das Cabildo entschieden, den Unterricht für den Rest des Wochenendes auszusetzen. Weiterhin gibt es Hausaufgaben, so dass es keinen kompletten Ausfall des Unterrichtes gibt. Neben den hohen Oktobertemperaturen führte die Kalima verbunden mit Atembeschwerden zu diesen Vorfällen in den Schulen. Von der Regierung wurde zugestanden, dass in den Schulen keine Strukturen vorhanden sind, um diese Hitzewellen zu bewältigen. Dazu kommt die Belastung, dass in der Nacht keine merklich kühleren Temperaturen gemessen wurden, die zur Erholung des Körpers beigetragen hätten. Eme teilte mit, dass ab kommender Woche, wahrscheinlich ab Dienstag, endlich mit einem besseren Wetter gerechnet wird. Hallo, wenn ihr keine Infos verpassen wollt, lasst ein Abo da. Und schaut mal, hier sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein. Vielen Dank.